Hallo, meine lieben Zuschauer, mein Name ist Simon, ich bin euer spiritueller Aufklärer und auf dem Kanal kommt es auch hin und wieder zu dem Format Persönlichkeitsentwicklung. Heute geht es um das Thema Selbstwert. Ich mache das Video ganz spontan, ohne Skripte und irgendwas, weil ich der Meinung bin, dass ich mich mit dem Selbstwertgefühl-Thema sehr gut auskenne und euch da alles erzählen kann, was er dazu braucht. Ja. Ich verfolge die Persönlichkeitsentwicklungsszene schon sehr lange und habe selbst auch ein sehr, sehr starkes Selbstwertgefühl. Und so kommt es, dass ich euch einiges darüber ganz spontan erzählen kann. Also, es ist so wie mit allen anderen Dingen im Leben, das Falsche lassen, das Richtige tun. Das Falsche lassen bedeutet: Mach deinen Wert nicht vom Außen abhängig. Wir sind alle darauf konditioniert worden, dass du nur dann was wert bist, wenn du viel hast. Ja, Bushido sagte: Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass der einzige Faktor, der dafür sorgt, dass die Menschen so denken, ihre Programmierung ist. Ja? So. Und deswegen, das ist nur eine Illusion. Das heißt, wenn im Außen irgendwas ist, zum Beispiel finanzielle Fülle oder finanzieller Mangel oder Anerkennung von außen, mach dir bewusst, das alleine ist eigentlich nichts wert. Ja, wenn du zum Beispiel Geld hast, dann heißt es nur das, dass du Geld hast. Das sagt überhaupt nichts über deinen Wert aus. Nur wie du das Geld verdient hast, ob du anderen Menschen geholfen hast, das sagt etwas über deinen Wert aus und das sorgt auch dafür, dass du echtes Selbstwertgefühl bekommst, weil du wirklich das ehrliche Feedback von anderen Menschen bekommst, dass du was wert bist. Ja? Wenn dich Menschen als wertvoll erachten, nur weil du viel Geld hast, dann reduzieren sie dich nur auf eine Zahl und das ist Bullshit. Ja? Nächster Punkt, Anerkennung im Außen. Wann gilt man cool in der Schule? Wenn man bei irgendwelchen Trends mitmacht? Wenn man beliebt in der Klasse ist und wann ist man beliebt? Wenn man viele Freunde hat? Toll. Und jetzt? Also, Leute, das ist auch eine Illusion. Weil letzten Endes bist du nur dann beliebt, wenn du der Programmierung der anderen entsprichst und wenn du im allerschlimmsten Fall andere fertig machst, die der Programmierung nicht entsprechen, wodurch du den anderen Bestätigung dafür gibst, wie sie sind, nämlich auch programmiert. Das heißt, Anerkennung im Außen alleine ist vollkommener Schwachsinn. Das einst und sorgt eigentlich dafür, dass dein Selbstwert in den Keller geht, weil wenn du dich abhängig machst von der Anerkennung im Außen, dann bist du alleine eine ganz arme Wurst. Ja? Und deswegen, Leute, echte Anerkennung bekommst du dann, wenn du wirklich anderen hilfst und wenn die anderen dich wirklich anerkennen. Wenn du wirklich echte Werte vertrittst, ja, echte rechtschaffene Werte, die selbstlos sind. Ja, wenn du wirklich einen wertvollen Charakter hast, und dann von den richtigen Leuten, die erkannt haben, was objektiv wirklich wertvoll ist, die Anerkennung zu geben, die auch die Anerkennung zu geben, die auch objektiv richtig ist. Ja, also Anerkennung bekommst du von den falschen Leuten, wenn du einfach nur denen das gibst, worauf sie programmiert sind, dass sie es gut finden. Und Anerkennung von den richtigen Leuten bekommst du, wenn sie einfach echte Werte vertreten. Ja, also wenn sie auch einen starken Charakter haben. Also ob jemand einen starken Charakter hat oder nicht, das ist ein eigenes Video wert, das ist eh ganz klar. Aber daraus wird halt fälschlicherweise immer der Selbstwert geschöpft. Status. Ja, irgendein Titel, den du erreicht hast, der eigentlich nur auf dem Papier ist,
Und nur weil in den Köpfen der Menschen das Programm installiert, das Titel ist gleich gut, denken die Menschen so. Ja? Am Ende des Tages musst du einfach dir nur bewusst machen, es geht wirklich um den Wert, den du in diese Welt bringst. Und der hat nicht immer etwas mit deinem Geld zu tun oder mit deinem Titel zu tun oder mit der Anzahl deiner Freunde auf Facebook zu tun, sondern der hat mit dem Feedback, mit dem ehrlichen Feedback der Menschen zu tun. Ja? Daran kannst du alles ablesen. Und es geht noch weiter. Im pantheistischen Kontext ist es so, dass du an sich unendlich viel wert bist. Einfach deswegen, weil du ein Teil von Gott bist. Das heißt, alles, was davon abweicht, ist einfach nur die Etikettierung der anderen Menschen an dich. Und ich schneide das Video übrigens nicht, außer Anfang und Ende, wegen ja, Anklicken des Aufnahmeprogramms und weil ich noch Musik drunter legen möchte. Also, zurück zur Sache. Du musst einfach bewusst machen, es gibt zwei Arten von Möglichkeiten, wie du aufgewertet wirst. Nummer 1. Du wirst von anderen aufgewertet, abhängig von ihrer Programmierung, weil sie einfach darauf programmiert sind, was ist gut, was ist nicht gut, was sie wie finden sollen. Und dann lieferst du ihnen die Koordinaten, die ihrer Programmierung entsprechen, und dann werten die dich auf, und dann ist das ein falsches Selbstwertgefühl für dich, weil Programmierung ist nicht echt. Ja. So. Und wenn du dann auch noch alles machst, um im Gegenzug Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du überhaupt kein Selbstwertgefühl hast. Wenn du allerdings selber weißt, wie viel wert du bist, weil du beispielsweise so wie ich einen makellosen Charakter hast, dann ist es doch völlig egal, ob die Menschen im Außen dir Anerkennung geben oder nicht. Du denkst dir einfach, ja, die geben es mir nur deswegen nicht, weil ich nicht deren Programmierung entspreche. Ja? Und deswegen mach dich einfach unabhängig von der Anerkennung im Außen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mache niemals irgendwas, um Anerkennung zu bekommen. Ja, vergiss das einfach. Sondern schau einfach, dass du etwas zu geben hast. Das muss jetzt noch nicht irgendwas Materielles sein. Ja. Und eine echte Dienstleistung, das dauert, bis man das kann. Da muss man sich Fachwissen aneignen und so weiter. Aber wichtig ist einfach, dass du einen Kompass hast, woran du erkennen kannst, was fällt alles unter die Kategorie starker Charakter, wertvoller Mensch. Und sei auch entsprechend so, ja. Und zwar mit der richtigen Absicht. Nicht mit der Absicht, Anerkennung zu bekommen, weil das ist letzten Endes Energievampirismus. Du möchtest eigentlich nur Energie von anderen beziehen, ja. Sie sollen dir irgendwelche Gefühle geben, irgendwelche Gefühle auslösen, anstatt dass du selber Verantwortung für deine Gefühle übernimmst. Zum Beispiel musst du die Frage stellen: Bist du dankbar für das, was du bist? Bist du dankbar, so zu sein, wie du bist? Und wenn du das bist, dann, wenn du stolz auf dich bist, wenn du einfach weißt, du bist wertvoll und du dir selber beweisen kannst, anhand dessen, wenn du in den Spiegel schaust, dann hast du ein starkes Selbstwertgefühl. Woran du auch erkennst, dass du ein schwaches Selbstwertgefühl hast, wiederum ist es, wenn du Dinge tust, um cool zu sein. Zum Beispiel im allerschlimmsten Fall zum Rauchen anzufangen oder noch schlimmer, Drogen zu nehmen. Das sind Sachen, das zeigt von erbärmlichem Selbstwertgefühl, ja. Weil wenn du dir bewusst machst, wie viel wird von diesen Freunden später noch übrig sein, nichts, aber dafür hast du einen kaputten Körper. Ja, dann gute Nacht, ja. Also worum es halt geht ist, du opferst deine Zukunft für
Anerkennende Gefühle jetzt. Ja, einfach bewusst machen. Und wenn du es so nötig hast, dass du so weit gehen würdest, dann hast du ein kaputtes Selbstwertgefühl und eine ganz kaputte Persönlichkeitsstruktur. Machen wir uns bewusst, dass Anerkennung ein evolutionäres Programm ist, weil jeder Mensch, der da draußen rumläuft und von der Evolution darauf programmiert wurde, jedermanns Liebling sein zu wollen, weil damals in der Evolution war das überlebensnotwendig. Machen wir uns bewusst, dass es heute nicht mehr so ist, wodurch das Thema Anerkennung längst nicht mehr so relevant sein sollte wie damals. Deswegen lass dich nicht von dem Affengehirn verarschen, sondern fang lieber an, einfach dir bewusst zu machen, was dich wirklich wertvoll macht. Und das sind zwei Dinge. Erstens, deine Fähigkeit, anderen zu helfen. Und zweitens, wirklich gute Charaktereigenschaften, die eine gebende Funktion haben und die keine nehmende Funktion haben. Ja? Und das ist der kürzeste Kompass, um wirklich ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und wie gesagt, macht einfach bewusst, alles andere ist nur Programmierung der Menschen und nichts anderes. Und Programmierung des Menschen ist absolut wertlos. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Teile es mit anderen Leuten, die ein Problem mit Selbstwertgefühl haben, vielleicht. Schau dir gleich im Anschluss noch ein paar Videos von Glücksdetektiv an. Ich bin mir sicher, sie hat auch sehr gute Videos zum Thema Selbstwertgefühl gemacht. Und schreib mir gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast zum Thema Selbstwertgefühl, mache ich sehr gerne noch ein Video dazu. Weil das ist natürlich ein riesengroßes Thema, über das man ganze Bücher schreiben könnte, weil so viele Menschen Probleme damit haben. Und ich glaube, dass sie einfach nur deswegen Probleme damit haben, weil sie einfach nicht separieren ihren echten Wert von dem Wert, der programmiert in den Köpfen der Menschen, sie glauben haben zu müssen. Ja? Du musst ein für alle Mal ab heute den echten Wert von dir trennen zwischen dem Wert, der in den Köpfen der Menschen ist, weil der ist eine Illusion, der ist abhängig von ihrer sozialen Programmierung. Und der echte Wert, der wirklich, den du wirklich hast, der dir niemand nehmen kann, den dir niemand nehmen kann, ist deine Innenwelt und halt eben noch deine Fähigkeiten, wenn du welche hast. Ja, wenn du die zwei Sachen hast, dann bist du extrem wertvoll, aber wenn du schon einen sehr starken Charakter hast, dann bist du es auch schon, ja? Und denk dir bitte nicht, ja, von solchen Worten kann ich mir auch nichts kaufen. Mach dir bewusst, dass deine Gedanken, die um deinen Wert kreisen, auch nur von deiner Programmierung kommen. Und diese Gedanken verursachen negative Gefühle, weil dein Steinzeitgehirn irgendwelche Stresshormone ausschüttet, um dich dazu zu bringen, jedermanns Liebling zu sein, weil das Steinzeitgehirn immer noch so programmiert ist, dadurch sich höhere Überlebenschancen zu sichern, zu erhoffen. Ja. Und dadurch ist es so, dass deine Gedanken über deine Wertlosigkeit negative Gefühle auslöst. Und die sind komplett unnötig. Das heißt, ein einziges Problem, was du hinter deinem schwachen Selbstwertgefühl hast, sind die negativen Gefühle, die damit einhergehen. Und ja. Und auch natürlich andere Probleme, die dazukommen, falls du auf irgendwelche Mechanismen reinfällst, wie zum Beispiel, du bist cool, wenn du dieses, das und das machst, und dann machst du irgendeinen Blödsinn, ja. Gut. Also, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie gesagt, schreib mir einfach deine Gedanken dazu und was du mitnehmen konntest, ob du noch Fragen hast.
Und ich mache es sehr gerne, wenn du möchtest, ein zweites Thema dazu. Schreib mir gerne das Unterthema davon in die Kommentare. Und dann ansonsten wünsche ich dir das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao.